Moin, wir sprechen heute über ein Lord of the Rings Spiel. Schon das zweite dieses Jahr. Diesmal aber kein Fail so wie Gollum, wie ich finde, sondern ein ganz fantastisches Spiel von einem relativ unbekannten, kleineren Studio. Nennt sich Free Range Games, von North Beach Games veröffentlicht. Kostet 35 Euro das Ganze. Stimmt gar nicht, es kostet 39 Euro das Ganze. Der Pre-Order-Bonus war 35. 39 Euro oder lass es 40 Euro sein und ist im Epic Store zu haben. Na, wenn ihr tatsächlich das Spiel kaufen möchtet, verwendet den Code DEFENDER83, dann freue ich mich. Kostet für euch nicht mehr und für mich ist es ein bisschen Cash in the Tash. Gut, was haben wir denn hier? Wir haben ein kleines Survival-Crafting-Spiel und hier können wir mit bis zu 8 Spielern in die Minen von Moria reingehen, als Zwerge nach dem dritten Zeitalter, nach dem Sturz von Sauron und da erkunden. Und da gibt es ganz schön viel zu sehen. Da gibt es elfische Schmieden, Orks, Goblins, Höhlenspinnen, um nur einigen Gegner zu nennen, die denen ich bis jetzt begegnet bin. Und ich bin noch nicht ganz so tief und hinunter gestiegen. Und wir müssen natürlich das Geheimnis lüften, was es mit diesem schwarzen Nebel auf sich hat. Ne? Und da werden wir auch Hinweise von Zauberern finden, unter anderem Gandalf. Beziehungsweise auch den Gefährten, die ja. Ne? Und da müssen wir mal gucken, was sich denn da noch so rumtreibt in den Minen. Und ich glaube, das könnte eine ganz, ganz interessante Geschichte werden. Vor allem für 40 Euro kann man hier, glaube ich, schon gut und gerne 40 Stunden reinstecken. Gerade wenn es darum geht, natürlich dann auch eine eigene Zwergenfestung zu bauen, die man dann hinterher letztendlich auch verteidigen kann. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung sich dieses Spiel noch weiterentwickeln wird. Aktuell ist es nur möglich, dass ein Spieler hostet und die anderen hinzujoinen. Es wird aber wohl überlegt, ob man später noch einen dedizierten Server anbieten möchte. Und natürlich auch, ob es noch auf andere Plattformen kommt und so weiter und so fort. Alles in allem bin ich aber sehr, sehr zufrieden mit diesem Spiel. Werde jetzt weiter buddeln gehen. Und falls ihr gerne mal mit buddeln kommen wollt, dann schaut doch einfach mal in den nächsten Streams rein. Da denke ich mal, werde ich das auf jeden Fall auch zocken. Ich danke auf jeden Fall an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs dabei sein. Hoffe natürlich, ich konnte euch so ein bisschen groben Eindruck vom Spiel vermitteln. Und wir sehen uns auf jeden Fall im Livestream. Falls ihr weitere Fragen habt, gerne da auch quatschen. Und ja, bis dahin, macht's gut und haut rein. That's all you got? Oh!